sind Sie jetzt wahrscheinlich dran geblieben beim Sternenhimmel, weil Sie gemerkt und gefühlt haben, dass jetzt ein ganz interessantes Thema kommt. Und das haben Sie richtig gemacht, nämlich auf Ihre Intuition gehört. Und das sollte man öfters, weil wenn man mehr dieses Gespür in sich hat, Dinge zu tun, dann sollte man auf diese innere Stimme, kann man das so ausdrücken, mehr hören? Ja, immer. Immer wenn wir auf diese innere Stimme nicht gehört haben, sind alle Probleme gekommen. Und es ist nicht nur eine Stimme, so jeder hört es anders. Manche mit Töne, manche mit Gefühl, manche, jeder Mensch hat ein unterschiedliches Intuitionszentrum und das ist einmalig und das ist sehr schön. Jeder von uns verspürt es ja, also jeder weiß, was Intuition ist, aber manchmal handelt man doch dagegen. Mhm. Macht man dann immer Sachen falsch? Wir handeln dagegen, weil wir uns dann zu gut vorkommen, wenn wir uns, innere Stimme, wir fühlen uns zu gut. Und wir entscheiden uns oft, wenn wir unsicher sind, für das, was die anderen sagen oder für das, was uns zugesagt worden ist. Und das führt eigentlich zu Problemen, körperlich, seelisch und sonstiges. Aber manchmal ist es ja auch gar nicht schlecht, sich Rat von anderen Leuten zu holen und vielleicht nochmal, drüber nachzudenken und nicht gleich das zu machen, wo man jetzt denkt, das ist der Weg, den sollte ich gehen. Ja, aber die Ratschläge sind oft... Turmproblem, Fernsehen kann zaubern, ne? Plötzlich, da aus dem Nichts kam ein Mikrofon. Ja, wir hören zu oft auf Ratschläge von anderen und wir vergessen, die innere Stimme ist immer kleiner, kleiner, kleiner geworden. Sie ist zwar immer da, aber die Ratschläge sind der Lebensplan von jemand anderem. Mhm. Und wir müssen die durch unser inneres Zentrum gehen lassen und dann tun immer, was die Verantwortung zu übernehmen für die Ratschläge, die wir bekommen haben, dann immer durch unser inneres Zentrum gehen lassen. Aber wie schaffe ich das? Also wie kann ich es spüren, besser wieder spüren? In den letzten Jahren habe ich gesehen, dass es ganz einfach ist, die Entscheidung zu treffen. Einfach nur die Entscheidung zu treffen und es zu tun. Alles ergibt sich dann, wie, wo und wann und wer mir dabei helfen wird. Aber es klingt ja fast so ein bisschen, als würde man blauäugig ins Leben gehen. Also als würde man sich keine richtigen Gedanken mehr machen, sondern einfach nur noch nach seinem Bauchgefühl leben und wie so ein Vogel durch die Lüfte und sämtlichen Stress oder Belastung oder auch Verantwortung von sich stoßen.